Zeit ist Fisch. Auf den Platz und fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. It's the game changer. Number one. Don't forget, the Swedish Anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio ProTrack, Shimano und Nice. Dustin oder Herbert, wer kommt ins Finale? Im Hinspiel, das wir euch in der letzten Woche gezeigt haben, ging es für die beiden Kontrahenten separat vom Ufer. Während Dustin etwas vom Pech verfolgt war und viele Fehlbisse und Aussteiger beklagen musste, lief es bei Herbert deutlich besser. Mit einem 111 cm langen Hecht stellte er einen neuen YouTube Predator Cup Rekord auf und konnte zudem noch drei weitere Hechte landen. Dustin fing jedoch auch zwei Hechte, sodass für das Rückspiel am heutigen Tag noch alles offen ist. Insgesamt 7 Fische können die beiden Angler in die Wertung einbringen. Herbert hat bereits 4 Hechte und Dustin 2 Hechte nach Tag 1 auf der Habenseite. Willkommen zum zweiten Teil des Halbfinales. Herbert Zierholz gegen Dustin Schöne. Ihr hattet ja im ersten Teil schon anständig gefangen und gefischt und zwar steht es 320 zu 148. Damit gibt Dustin die Stellen vor, solange bis du in Führung bist. Dann hat Herbert wieder die. Ja, dabei. Ich hoffe, das passiert auch heute. Ich glaube es auf alle Fälle. Nee, das glaube ich nicht. Also ich bin schon mal vorbereitet auf die Situation. Ja. Also 1,11 Meter muss man sagen, vom Uferhut ab, Herbert. Absolut. Geiler Fisch. Ja. Aber das kann man ja gleich wieder ausgleichen. Einen Barsch und einen Zander, Bonuspunkte dazu und schon sind wir wieder dabei. Aber du weißt, wie gestern hier gefangen wurde. Ja, wir fahren ja hoffentlich dahin, wo Fische gibt. Ja, aber sind die gestern auch und haben nichts gefangen. Aber ich gebe natürlich nicht auf. Nein. Ich will dich schlagen. aber wie gesagt, 1,11 Meter, ein toller Fisch. Und lass mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Viel Erfolg, Herbert. Ja, lass uns fischen. Ja. Los geht's. Und die konkreten Spielregeln erfährst du jetzt hier nochmal von unserem charmanten Charles Rettinghaus. Am heutigen Tag wird 6 Stunden Nettoangelzeit vom Boot aus gefischt. Es gibt immer der Angler, der nach Punkten zurückliegt, die Angelplätze vor. Da bisher nur Hechte gefangen wurden, können Zander und Barschfänge heute besonders wichtig werden. Denn für die zweite gefangene Zielfischart gibt es 10 und für die dritte nochmal 20 Extrapunkte. Die Faktoren für die Fischarten liegen bei 1, 1,3 und 2. Es darf wie immer nur mit Kunstködern geangelt und nicht geschleppt werden. Herbie, dass du jetzt Shatterbaits auch auf deinen Routen hast, ich habe gedacht, das ist mein Ass im Ärmel. Na du, selbst die Bayern schlafen nicht immer. Ah, scheiße. Ja, ist egal. Wir kämpfen mit den gleichen Waffen. Ja. Nach einer längeren Bootsfahrt inklusive Schleusen und Regenschauer hält Dustin an einem Spot, der ihm schon im Viertelfinale gegen Daniel mehrere Fische gebracht hat. Dieser Köder muss jetzt bringen. Schauen wir, was der Dustin drauf hat. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Wahnsinn. Okay. So, die Angelzeit startet dann jetzt, ja? Fisch! Wo bist du? Ja, der hat mich. Petri, es war fast ein bisschen zu schnell. Der wird mir nicht viel bringen, aber Fisch ist Fisch. So, auf dem Shatterbait. Ein kleiner, aber wichtige Punkte, um hier auf Herbert anzuschließen. Also Herbert, 1,11 Meter hat er jetzt nicht genau. Ja, das macht mir nichts. 65. 65, kein großer, aber wichtige Punkte, um aufzuschließen jetzt. Also 1,11 Meter kommt er jetzt nicht ganz ran, aber
Herbert sagt schon, das stört ihn nicht so sehr. Verstehe ich. Der darf zurück. Yes. Dritter Wurf, so kann es weitergehen. Guter Auftakt für den Berliner, der den Vorsprung auf 320 zu 213 verkürzen kann. So kann es weitergehen. Drin. Gut, Herbie. Nachgelegt mit dem Shutterbait. Mal messen. Anlegen können. 62. Ja. Ja. Sehr gut. Petri! So. Wichtige Punkte. Hör mir auf damit! Das kannst du doch nicht machen. Du führst doch schon. Das wird noch spannend, nur glaub mal's. Glaub mal's. Abwarten. Das wird so spannend. So eine Folge haben die noch gar nicht gesehen. Tschüss! Was? Aus! Na, hab ich noch. Das kann doch nicht sein, Herbie! Doch! Ja, oben! Nächste Wurf, ey, ist ja unglaublich! Scheiße, ich muss so hoch gehen. Oh, der ist besser. Besser. Der ist besser. Yes! Vielleicht war es der gleiche Nummer. Nee, 66. Okay, dann machen wir mit 66, sind wir zufrieden. Auch für Herbert hat die erste Stelle einen Hecht parat. Er baut seinen Vorsprung wieder aus. Nächster Hecht. 66 cm, es steht 448 zu 213. Kann das denn eine schnelle Antwort finden? Ja, die Hechte beißen gerade, hat man gesehen. Hatte kurz einen drauf und dann hat sich leider die Rute in den Kescher verhakt und dann war er weg. Gut, passiert. Im Eifer des Gefechts war mit Sicherheit kein großer, hoffe ich. Der Regen hat eine kleine Pause gemacht. Nutzen wir die Zeit, um mit der großen Kamera ein bisschen zu filmen. Dustin, was ist dein Plan für heute? Was strebst du an, außer die Führung zu übernehmen? Zu gewinnen strebe ich an. Nee, mein Plan ist tatsächlich flach zu angeln und auf Zander, Hecht und Barsch zu fischen. Aktuell ist ja sehr hechtlastig. Ja, gut. Hecht ist oft schneller als die anderen Fische. Aber ich will alles fangen, natürlich, weil Herbert einen 1,11 Meter Hecht hat. Das heißt, heute auf Hecht zu setzen, wäre nicht optimal, weil im besten Fall, wenn ich die Fische voll mache, mit Hechten hätte ich keine Chance, glaube ich, Herbert zu schlagen. Deswegen muss Zander und Barsch auch her. Und das versuche ich im Flachen. Ich angel eigentlich so, wie ich in der WPC auch immer fische. Bisschen andere Jahreszeit. Versuche sehr aktive Köder zu fischen, Powerfischen, bisschen suchen. Spinnerbait, Shutterbait und dann gucken wir mal, was geht. Herbert hat schon vorgelegt, zwei Hechte gefangen. Somit hat er noch einen Fisch oder die Führung noch weiter ausgebaut, weil ich nur einen Hecht gefangen habe. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass da noch was kommt. Und am Ende ist es, glaube ich, wichtig, die Fische voll zu machen. Und das ist mein Ziel mit Hecht und Zander und Barsch. Herbert, was hast du gemacht? Hast du dich verletzt beim Hecht?
Ja, wenn man Hechte fängt, blutet man immer. Und außerdem sind wir im Kampf und da macht das Blut nichts aus. Ignorieren wir. Ignorieren wir. Weiter geht's. So, los geht's, Stellenwechsel. Da fangen wir jetzt zusammen. Hoffentlich. Okay. Bist du ready? Los geht's. Leg los. Ja, wir sind jetzt hier auf einem Plateau mitten im Hollandsdieb. Und hier gibt's Hecht, Barsch und Zander. Wie gesagt, ich suche jetzt immer Stellen auf, wo es alles gibt. Einfach, weil es meine einzige Chance ist zu gewinnen. Ja, hoffe, dass wir jetzt hier ein paar Fische fangen. Werden wir mal sehen. Also für mich ist jetzt eindeutig ein besserer Barsch und Zander Spot wie Hechtspot, aber ich war mit dem Zander auch früh. Also wenn den ich fange, wenn der das den, dann wird es schon wieder eng. Also naja, auf alle Fälle ist es eine gute Platzwahl. Bin ich total einverstanden mit der. Eigentlich schon wieder zu gut. Fisch! Ah, durch Kraut weg. Scheiße. Was war's? Keine Ahnung. Kein kleiner unten. Nein, ruhig. Sehr ruhig. Habe ich leider einen Fisch verloren, habe ihn schon ein paar Meter gedrillt, ist runtergegangen. War jetzt nicht so nervös wie ein Hecht. Vielleicht war es ein Zander, aber das sind natürlich alles Vermutungen. Das war natürlich jetzt schon der Oberkick gewesen, wenn es ein Zander gewesen war. Aber der Spot ist für mich ein Zanderplatz, aber Zander und Barsch. Aber schauen wir mal. Spannung pur. Bis auf den einen Biss bei Herbert passiert auf dem Plateau nicht viel. Dustin fährt daher zurück zum ersten Spot, an dem zumindest die Hechte sehr aktiv gewesen waren. Mikrojigs zählen nicht. Steht das nicht in den Regeln? Hey. Mikrojigs verboten. Herbys Mikrojigs. Nein. Ah, das ist ein richtig guter Fisch. Ja, bitte. Bist du gelähmt? Dustin, was machst du denn da? Okay, oder? Meter. Nein, dann nicht. Wow! Der ist auch so groß. Bist du gelähmt, Petrian. Gerade haben wir noch darüber geredet. Jetzt wird es richtig spannend. Oh, ist das ein fettes Vieh. Eieieiei. Ich zitter, Alter. Yes! Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Manometer, ey. Ist der groß, der Drift! Wie geil ist das denn? Shatterbait, Nace, Predator in 3,5 Inch. Oh, was für ein Fisch. So. Oh, guckt euch den Fisch an. Der ist gar nicht so lang, aber der ist fett. Ein fettes Vieh, ey. Wow, der ist richtig schwer. Petri, heil das den. Danke. Wahnsinn. 99 cm. Okay. Boah, ist das eine Maschine, ey. Der ist fett für seine Größe. Fett. Gerade habe ich mit Herbert noch gesprochen, dass wir noch nicht so richtig große Hechte auf Shatterbait gefangen haben. Außer den einen 1,11er von ihm, der ist natürlich ein Monster. Und der 99er, auch richtig geil.
Ich bin erleichtert und der darf natürlich wieder zurück. Dustin gelingt es, die vielleicht seltenste Hechtgröße überhaupt zu fangen. Einen 99er. Doch Spaß beiseite. Dieser Fisch ist nur 12 Punkte schlechter als der 1-11er von Herbert und bringt Dustin komplett ins Spiel zurück. Jetzt wird es ja vielleicht doch noch spannend. Ja, auf alle Fälle. Das ist von Haus aus immer spannend. Vorhin haben wir nämlich noch gesprochen, ja, ob wir noch was fangen. Da sage ich, ja, wir werden noch jede Menge fangen. Und mit dem Fisch war jetzt heute auch noch nicht Schluss. Mit Sicherheit nicht. Du führst noch locker. Du hast, ja, du hast deutlich mehr. 2 Fische mehr als ich und hast den größeren Fisch. Also mit einem Zander sind wir dann schon wieder ganz knapp. Das stimmt. Ja. Aber so soll es ja sein. Spannend. Ja, spannend. Es ist und bleibt ein spannendes Halbfinale. Dadurch, dass der Dustin ja den großen Hecht nachgelegt hat, von 99 cm, hat er gut aufgeholt. Das heißt also, naja, wenn er jetzt 3 durchschnittliche Zander fängt von, ich weiß nicht, 50, 60 cm, müssen wir nochmal ausrechnen, dann hat er ganz schnell wieder aufgeholt. Aber es ist so, Herbert liegt aktuell immer noch vorne. Aber es ist alles möglich. Okay, dann würde ich sagen, Abmarsch oder willst du noch hier bleiben? Na, fahr, du schaffst du. Mach du, wie du meinst, dass du besser fühlst. Jo, Zeit stoppen bitte, Babsi. Ja. Dustin fährt die nächste Stelle an und hofft an dieser auf Zander und Barsche, die ihm extrem helfen würden. Ein guter, aber auch ein riskanter Plan, da auch Herbert diese Fischarten noch braucht. Fisch. Der Fisch ist klar. So, ist du fertig? Ja, du, ja, du bist besser. Ah, Herbie, das war nicht gut für mich. Och doch, das war gut. Nee, für mich nicht. Ja. Doch, doch. Für mich nicht, Herbie. Hol das Measureboard. 53 cm. Wie viel? 53. Untermaß, ja, zählt nicht. Okay, untermaßiger Zander. Wird wieder spannend. Ganz spannend. Es wird wieder unspannender, Herbert. Nein, das wird total spannend. Das ist die Perspektive macht immer das aus. Shit. Aber so ist es manchmal. Dieser Zander ist natürlich nicht untermaßig und so macht Herbert als erster seine 7 Wertungsfische voll. Nach 6 Hechten der erste Zander, der ihm 68,9 Punkte für die Zentimeter und 10 extra Punkte für die zweite Fischart bringt. Er steht 526,9 zu 312. Herbie, wie viel Gramm fischst du auch? 18? Mhm. Das Problem ist, ich würde ja sagen, geil, die Zander beißen, machen sie aber nicht. Das war nicht ein Einhänger beim Herbie, der hat gar nicht so richtig gebissen, ne? Na. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Zander aktiv sind und wir einen nach dem anderen fangen. Farbe passe ich jetzt mal aber trotzdem so ein bisschen der an, die bei Herbert gefangen hat. Ich hoffe, es ist okay für dich. Na, sicherlich nicht. Oh, solange du führst, ist es okay für dich, ne? Ja. Ja, die Stelle war nix. Da hat nur Herbie einen Zander gefangen. Das war jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so mein Plan. Aber ich muss sagen, es ist mir ein bisschen sehr klar, das Wasser hier für Zander. Und ich will noch einen Zander fangen, deswegen gehe ich wieder zurück aufs andere Gewässer und probiere da klassisch einen Zander zu fangen. Aber bevor ich klassisch auf Zander gehe, angel ich nochmal auf der 99 cm Stelle. Fahren wir bei? Wir fahren jetzt erstmal zu der Stelle, an der ich den 99 gefangen habe. Da. Obwohl eigentlich, nee,
Wir fahren woanders hin. Was ist da los? Ich bin da vorne, habe ich geschrieben und dann bum 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 bum. Jetzt gerade. Ja, ich habe einen klassischen Zander-Spot angefahren, weil ich brauche noch die Zander. Hier ist ein bisschen drüber. Herbert, kann es losgehen? Sicher, leg los. Na dann, die Zeit läuft. Abmarsch! Ah, ich fang einen Barsch. Oh, ich kann den Barsch stechen. Barsch. Kescher. Ja! Petri. Jetzt wär's geil. Jetzt die vorne dran. 38 cm, nimm mal deine Hand. Ja, 38. Ja. Petri, Herbie! Merci. Der 38er Barsch. Auf dem Chatterbait. Fisch! Barsch! Hier! Babs, hier! Schnell! Yes! Der ist größer. Nee, der ist kleiner, Herbie. Na. Der ist klein, der Barsch ist kleiner. Barsch hier am Spot. Schöner Fisch. Muss mich jetzt ganz doll beeilen. Wir wollen aber wissen, wie groß er ist. 34. Petri! Darf ich ihn freilassen? Ups! Ja, deswegen bin ich hergekommen. Action ist an Bord. Ein Teufelskerl, dieser Herbert Ziereis. Auf Ansage fängt er einen 38er Barsch und holt sich die dritte Fischart. Doch auch Dustin pflückt einen Barsch aus dem Schwarm und bleibt Herbert auf den Fersen. 563,9 zu 390. Ja, der Plan hier ist wieder nur bedingt aufgegangen. Herbie ist einfach zu gut, er hat auch einen Barsch gefangen. Ich muss einen Zander fangen. Das ist ganz wichtig, wenn ich noch gewinnen will, ist die Chance am größten, wenn ich einen Zander fange. Deswegen, das ist das, was man heute fangen muss. Entscheidet das Match, glaube ich. Der nächste Spot wird dann auf jeden Fall ein Zander-Spot sein. Da werde ich jiggen, ganz klassisch. Und hoffentlich fange ich noch einen schönen dicken Zander, um Herbie noch gefährlich werden zu können, ne? Ja, mit Sicherheit. Machen wir das so. Der Herbie braucht jetzt mal dringend noch ein Stück Brot. Weil es war jetzt wieder natürlich wieder voll spannend, darf ich mal sagen. Spannender geht ja unser Duell ja gar nicht. Ich habe mich schon gefreut, jetzt habe ich wenigstens den Barsch, jetzt kriege ich die Extrapunkte und mein Abstand wird natürlich noch größer. Was macht das denn? Fangt auch an, Barsch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, Dramatisch. Wie lange haben wir denn noch? 2 Stunden und 11 Minuten. In 2 Stunden und 11 Minuten kann man noch was fangen. 11. Ne? Mit Ö. Na, das sagt man als Berliner so. Voll. 11. Erst fangen, dann zocken. Besorge dir eine LMAB Catch Casino Box, fange Fische damit, lade sie hoch und spiele somit um Preise im Wert von über 10.000 Euro. Was es mit diesen 3 limitierten und exklusiven Produkten, die sich natürlich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignen, genau auf sich hat, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. First Cut, the Blade Runner works.
guckst gerne YouTube Predator Cup und möchtest uns bei unseren Videoprojekten unterstützen, das ist ziemlich einfach. Jeder Einkauf im Hecht und Barsch.de Online-Shop, aber auch jeder gekaufte Leck mich am Barsch-Artikel bei dir im örtlichen Angelladen, egal ob Drunkbait, Köfi oder Finessefilet, ist sehr wertvoller Support für uns. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf der Sendung. Okay, weiter geht's. So eine neue Angeltechnik, also nicht neu. Beide angeln jetzt vertikal. Das ist für heute das erste Mal, dass Dustin das macht. Und der Herbert kopiert den direkt. Also beide versuchen hier einen Zander rauszukitzeln. Hoffentlich klappt's. Schauen wir mal. Ich hatte gerade einen Biss. Hattest du? Ja. Definitiv. Und Spuren? Nee. Phantombiss. Das ist nicht deine Angelart, vertikal angeln. Ja, schon, aber das ist jetzt nicht das optimale Boot, um vertikal zu angeln. Und irgendwie liegt mir das Werfen dann doch mehr. Nichts gegen Vertikalangeln, super effektiv, aber ja, habe ich mehr Vertrauen beim normalen Jiggen. Los, zauber einen Zander raus! Gerne. Ah! Was ist mit dir los, hä? Wir haben einen super Biss gerade gehabt. Super Biss. Zweite Biss, hier am Spot. Das war definitiv, oder? Ja, ja. Herbi, du angelst mir einen vor, was soll das? Ich hab den besten Köder drauf. Ist das so? Ja. Ist das der jetzt, ja? Ja, das ist der Johnny, der kleine Kunde. Boah, ist das ein Barsch! Herbi! Was? Ja! Ja, 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 ja! Dreh, das ist geil, ein geiler geil, Barsch. Geil, ey. Ah, das wird jetzt wirklich schwer. Ah, oh, hat geil. Er den weggepfeffen. Bist du blöd. Bist du deppert. Bist du deppert, oder was? Der hat eine Karabiner irgendwie drin. Nee, ich schmeiß zurück. Brauchst nicht messen. Zurück. Den brauchst nicht messen, ne? Was, den brauchen wir nicht. Na, weg damit. Kannst du, also, schmeiß zurück. Nur einfach nein und fertig. Was? Willst du nicht messen? Oh, ist der schön. Das muss ich auch sagen, Herbie. Der ist ein echt schöner Fisch. Ja, so groß ist der wieder nicht. So, der hat... drüber 41. Echt? Ich hätte gedacht, der ist viel größer. Ja, hier am Anfang im Wasser drin, dann größer. Aber wir nehmen ihn gerne. Gerne. Zweites Schluss mit lustig. Zwar hat Herbert die 7 Wertungsfische und die 3 Fischarten bereits voll, doch der 41er Barsch verbessert ihn dennoch um weitere 20 Punkte. Jetzt muss ich aber ranhalten. Jetzt muss ich mich ranhalten. Ich glaube, das war der, wie nennt man das, Dolchstoß? Ja, du schon wieder jetzt. Fangst du wieder an und dann geht's wieder weiter. Also ich habe mich auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Stunden hast du noch. 2 Stunden habe ich noch, aber Herbert macht es mir tatsächlich nicht einfach. Nicht schlecht, Herbie, nicht schlecht. Kann doch nicht sein, Herbie, bist du verrückt? Cash an, Bob, Cash an. Kannst wieder ein Barsch. Ist wieder ein Barsch? Kannst du, ja. Aber da war der Gewässer wieder unter dir. Wie hat der Zander sich? Ein Hecht, wow, die brauche ich nicht.
Herbie, ich bin ein bisschen erleichtert. Wenn das jetzt noch ein großer Barsch gewesen wäre. Den braucht keiner. Catch and release. Wie lange haben wir denn überhaupt noch, Babs? Ich sage 1,5 Stunden. Ja, 1,5 Stunden? Ja, Wahnsinn. 1,5 Stunden noch länger. Das sind die längsten 1,5 Stunden wieder im ganzen Jahr. Bis. Ey, du kriegst den. Bei mir geht der ab und du kriegst den. Das ist doch unfair. Ich kann da Barschweig. Setz mal heute mal. Ja, wahrscheinlich ein Barsch, aber ganz genau weiß man das ja nie. Jetzt werden wir es gleich wissen. Barsch. Barsch. Ja. Barsch. Gerade noch gesagt, das war ein Barsch. Barsch. Ah. Ja, ich hab. Ja. Ja. Kescher frei bitte. Bist du? Ja, ist ein Barsch, definitiv Barsch. Yes! Schöner Barsch. Und im Kescher rausgefahren. Ja, jetzt grüße wieder meine. Danke. Also, hör mal, Herbie, deiner hat 38 cm. Okay. Da. Alter, ist der fett. Oh, ist der überfett. Okay, jetzt ist Schluss. Das immer. 44 cm. 44. Wenn ich jetzt noch einen Zander fange, dann könnte es sehr, sehr spannend werden. Köder, bring einen 44er. Herbert bringt dieser 38er Barsch weitere 10 Punkte, denn er kann einen 66er Hecht vom Vormittag ersetzen. Dustin dagegen hat seine Wertungsfische noch nicht voll und verbessert sich um 88 Zähler. 593,9 zu 478. Es ist nun wieder sehr eng. Ein Fisch könnte Dustin bereits in Führung bringen. Fuck, jetzt wird's so richtig knapp. 1,5 Stunden für einen Zetti, Harry. Aber wie die durchkommen, ne? Die kommen einfach durch. Ich hab den vorher im Biss gehabt. Harry hat. Boah! Was du, ne? Na, wollte nicht. Also ich bin nicht auf der Schnur. Es ist sehr knapp. Der Dustin braucht eigentlich nur ein 74er Zander, um das ganze Ding rumzureißen mit den Bonuspunkten und alles. Ist machbar, auf jeden Fall. Und wir haben noch 1 Stunde und 24 Minuten. Aber die Zander sind zickig. Sie lassen sich nicht blicken. Wir haben heute bis jetzt nur einen gesehen, ne? Herbert. Und hier? Gott sei Dank bei mir. Aber das ändert sich mit Sicherheit noch. Aber es ist sehr, sehr geil. Sehr spannend. Fisch auf Fisch. Teilweise ein Wurf, Fisch, nächster Wurf wieder Fisch. Es ist mega geil. Mega cool. Nur ein 74er ist lustig. Also ich versuche den ganzen Tag schon Zander zu fangen. Das wird ein hartes Brot. Aber gegen Biggie, erinnert euch, habe ich auch in der letzten halben Stunde einen 74er Zander gefangen. Es ist alles noch möglich. Mein Plan ist aber, ich fange jetzt einen mittleren Zander und verbessere dann einfach noch einen Barsch oder einen Hecht. Also, ich bin auf jeden Fall noch im Rennen. Zwar jetzt schon, muss ich sagen, Herbert, sehr, sehr spannend und macht sehr, sehr viel Spaß. Schöne, viele Fische. Der Herbie muss jetzt noch 1,2 Stunden warten, was der Dustin noch für einen komischen Fisch dann fangen wird. Das ist furchtbar. Mehr kann ich da gerade nicht mehr sagen dazu. Um ehrlich zu sein, ja? Kenne ich das. Das ist schrecklich. Die Zeit will dann einfach nicht umgehen. Naja. Ich fühle mit dir, Herbert. Mhm. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich werde alles geben, um den Zander noch zu fangen. Ja. Und ich tue alles, dass ich ihn da wegfange.
Sabotage. War es ein Biss? Ah ne, Schwanz ab. Keine Ahnung, was das war. Dein Lieblingsköder. Der ist schon so verbappt. Okay, es gibt gleich einen großen. Und mit einem großen Köder fangen wir dann einen großen Fisch. Ja, der Dustin fängt nämlich jetzt dann auch gleich an zusammen. Weiß er zwar nicht, aber ich soll's. Und dann brauche ich auch wieder einen größeren Fisch. Fisch! Oh! Echt? Aber der Petri, der verbessert die trotzdem. Würde er schon raus. Zander in der Größe wäre jetzt wichtiger gewesen, aber egal. Ist wieder eine Verbesserung. Fisch! Jetzt. 67. Okay, lass ihn frei, ne? Da hat irgendwie ein Kescher. Hier ist Kescher. Warte, warte, warte. Köder raus. Hat sich lang gleich mal da runter. Falsch, 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 falsch. Wunderbar. Komm mal rüber da. Wir gehen hier an. Maßband ist noch nass von dem Hecht. Und der hat 38. Also 38er Barsch. Immer wenn einer von uns irgendeinen Fisch fängt, fängt der andere sofort beim nächsten Wurf auch wieder an. Und ich muss weiter angeln. Ein 67er Hecht lässt Dustin zwar seine Wertungsfische komplettieren und näher an Herbert heranrücken, der sich mit dem nächsten 38er Barsch nur um 2 Punkte verbessert, doch an der Ausgangslage ändert das nichts. Dustin braucht unbedingt einen Zander. Fisch! Bitte lass es ein Zander sein. Oh! Ja! Geil! Ja! Okay. 38! Nee, der wird auch nicht größer. Oh, fuck! Fisch, war Fisch. Scheiße. Das hätte er sein können, Herbie, gerade. Guck mal, siehst du das? Gerade einen Biss gehabt wieder. Oder beziehungsweise hing der Fisch auch, aber ich habe gerade die Stelle gewechselt, deswegen war die Schnur lasch und ich habe den nicht bekommen. Nicht gut. Macht man nicht. Herbie, für mich ist das erste Mal die Situation, dass ich hinten liege und ich muss sagen, das ist entspannter, als wenn man vorne liegt, kurz vor Schluss. Ey, dann, ich weiß noch immer, oh, bang, der andere, hoffentlich fängt der nichts und so. Ja, ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Was nicht heißt, dass ich nicht gewinnen will. Ne? Also ich werde den Zander hier heute hoffentlich noch fangen. Ja, und ich versuche, den wegzufangen. Mein einziges Ziel ist eigentlich nicht, einen Fisch zu fangen, sondern dir den einfach wegzufangen. Der eine, wo da beißt. Okay. Na, furchtbar. Ja, ich kann das nachvollziehen. Schrecklich. Weißt du, was richtig furchtbar ist? Wenn man dann in der letzten halben Stunde den 74er Zander fängt. Das ist schrecklich. Frag mal Biggie. Also mit dem 74er gewinnst du schon? Ja.
Schon. Aber wie viel 74er hast du hier auf der Stelle gefangen? Ja, also die meisten sind ja 73er. Ja. Habe ich mal sagen lassen. Ja, wäre Ausgleich. Dann müssen wir morgen noch Zielscheiben werfen. Mhm. Aber du weißt ja, wenn du jetzt den an dem Haken hast, dann fange ich innerhalb von den nächsten zwei Würfen auch an. Ja, das ist leider echt so. Ja, ich überlege gerade, den Platz zu wechseln. Einerseits weiß ich, dass hier Zander gefangen werden. Andererseits angle ich lieber flach auf Zettis. Allerdings hat man da auch, also ich glaube, ich bleibe hier im Tiefen, weil es dann, wie man sieht, so viele Zander, wie wir eben gefangen haben. Ist es selektiver? Nee, das versteht man nicht, wie ich so gesagt habe. Komm, scheiß drauf, aus. Ich muss mich jetzt auf Angeln konzentrieren. So, die Jungs haben jetzt noch 25 Minuten. Wir haben jetzt noch mal den Platz gewechselt. Dustin will es echt wissen. Der will unbedingt so gern einen Zander fangen und ich wünsche ihm das auch. Und deswegen, Jungs, die 25 Minuten laufen ab jetzt. Nein! Fuck! Abgerissen. Zetti-Biss. Ah, weiß ich nicht, kann man nicht sagen. Zwei Bisse in einem Wurf. Was kann da, wie kann man so viel Pech haben, ey? Oh. Kann man so viel Pech haben? Das kann doch nicht sein, ey. So ein geiler Biss. Ich habe nach dem Hecht das Vorfach einfach nicht kontrolliert. Ist einfach vergessen. Was für eine Scheiße. Das war meine Chance. Fisch! Platz, gestern. Ist er aber nicht. Das sind. Ja. Zander. Ja. Die Zander sind da. Ja, umso ärgerlicher, dass ich den gerade verloren habe beim Anhieb. Es gerissen ist. Ich glaube, es war halt eben der Zander. Scheiße. Petri. Danke. 59 cm glatt. Petri! Herberts 59er Zander zählt 76,7 Punkte. Er verbessert sich damit um sage und schreibe 0,7 Zähler. Ein Fisch, der Dustin deutlich mehr geholfen hätte. Aber eins ist klar, die Zander beißen. Es bleibt noch etwas Zeit und 74er schwimmen hier definitiv einige umher. Wahnsinn. Ja. Der ist nicht so groß. Der ist gut, das ist ein 70er. Das war ein Witz, Herbert. Oh, der ist gut. So, schnell, ich muss ganz schnell messen. Köder. cm. Schnell rein, weiter. Endlich der lang ersehnte Zander. 61 cm bringen 79,3 Punkte für die Länge sowie 20 extra Punkte für die dritte Zielfischart. Nun reicht ihm ein 62er Zander für den Sieg. Die Partie steht auf Messerschneide. Die nächsten 10 Minuten entscheiden, wer ins Finale einzieht. Ja.
Das den ich wünschte jetzt dann 50 Zander. Okay? Nee, ich wünsche mir einen größeren. Ich wünsche mir einen größeren. Einen 65er, okay? Ja, der hat dann nicht gelungen. Fisch! Ah! Gesehen? Einen hast du auch nicht gespürt, den Biss, ne? Na, ja, diese so war ich auch nicht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! 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 Herzlichen super. Glückwunsch, Herbie. Das war eine Tour, ey. Manometer, ey. Da, den klappt. Gut gemacht. Den aber es war so knapp. Es war so knapp für das. Glückwunsch, Herbie. Merci. Stark gemacht. Mega, war super. Ihr habt das richtig spannend gemacht heute. Ja. Fisch auf Fisch. Fisch! Boah, ist das ein großer. Der zählt nicht, ich weiß. Kann doch nicht sein. Kescher bitte. Ey, wenn das jetzt der Fisch ist, der den Sieg gebracht hätte. Fuck. Ey, das ist ein richtig guter Zander. Der kommt eine Minute zu spät. Danke, ja. Das ist ein richtig guter Zander. Ja. Gell, lecker. Alter. Also, ich hätte den Wurf gar nicht mehr gemacht, weil das ist jetzt nämlich richtig scheiße für die. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Eine Minute danach. Wir haben schon abgepfiffen. Eine Minute danach und er fängt den Zander, der ihm den Sieg gebracht hätte. Ach du Scheiße. Ja, klar, ich ihn messen. Das kann nicht sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das glaub's jetzt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Guckt euch diesen Zetti an. Den hätte ich jetzt gebraucht. Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heulen soll. Ob ich mich freuen soll. 73 cm. Ja, ich habe gesagt, dass es einen 73er nur gibt. Nee, warte mal, mach mal die Leuchte bitte hin. Nee, der ist 74. Der ist 74 cm. 74 cm. Heben noch mal auf. Machen wir noch mal auf. Das kann nicht wahr sein, ey. Ein Wurf nach Abpfiff. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht, was mir dazu einfällt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Sehr gut gegangelt. Also du hast mir auf alle Fälle einen ganzen Nachmittag in Schacht gehalten. Das war unglaublich. Du auch. Und man muss sagen, du hast auch verdient gewonnen am Ende. Du hast mehr Fische gefangen. Ja. Mit meinem Zander war ärgerlich, dass er am letzten Einwurf nach Abpfiff gekommen ist. Aber so ist es. Ja. Ja, jetzt musst du aber auch das Turnier gewinnen, bitte. Ich hab vor, aber jetzt glaube ich, will ich noch jemand. Das war ein krasses Match, 1,11 Meter Hecht, 99er Hecht, 74er Zander, 44er Barsch, was für, also so viel. Ja, mal mehr kann man gar nicht fangen. Nee. Nee. Das war also schon Wahnsinn, ihr habt wirklich gute Leistung gemacht, beide, tolle Fische gefangen, eine tolle Show geliefert, vielen Dank dafür. Ja, es war geil, hat Spaß gemacht mit dir und jetzt hol den Pott. Herbie. Wenn dir das Video gefallen hat, lass natürlich Kommentare da, Like da und klingel das Glöckchen und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich. Ein unglaubliches Match mit absoluten Traumfischen, das für den Titelverteidiger nicht bitterer hätte enden können. Dustin Schöne verliert sein erstes Duell überhaupt beim YouTube Predator Cup und scheidet so leider aus dem Turnier aus. Herbert Ziereis zeigt einmal mehr, was für ein versierter Angler er ist und wird für denjenigen, der mit ihm im Finale steht, ein sehr schwerer Gegner sein. Ob ihm Qualifikationsturniersieger Hassan Duran ins Endspiel folgt oder ob Tobias Eckwall das Kunststück gelingt, 2 Jahre hintereinander ins Finale einzuziehen, seht ihr an den kommenden beiden Sonntagen. Wir verabschieden uns. Macht's gut! Und euch allen viel Petri.